Wir haben heute das Projekt zum Zukunftswald der Presse vorgestellt. Wir haben im letzten Herbst hier 12.000 Setzlinge gepflanzt, um gemeinsam mit unseren Partnern dann auch Erkenntnisse über klimaresistente Wälder zu gewinnen. Hier haben wir halt mit der RENAK gemeinsam einen ganz neuen Ansatz gewählt, dass man wissenschaftlich begleitet eine Anpflanzung vornimmt und dann schaut, wie sich die einzelnen Gruppen verhalten. Und dieses Experiment, das will rausfinden, wie ich den regulieren sollte, damit ich dauerhaften Mischbestand erhalten kann. Es geht um Klimaschutz, es geht um Wässerschutz, es geht um Lebensqualität für die Menschen in der Region hier. Ich glaube, dass das Thema immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dieses Projekt steht symbolisch dafür, dass RENAK mit seinem Engagement in langen Linien denkt. Und da wollen wir die Region auch mit weiterentwickeln. Und da ist eine Wiederaufforstung von einem Waldgebiet mit Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sicherlich eine gute Sache, der wir uns auch gerne widmen. Mit der RENAK haben wir schon sehr lange eine Partnerschaft, da arbeiten wir schon sehr lange zusammen. Insofern passte das natürlich jetzt hervorragend. Den Mut zu haben, es zu machen. Das heißt, wir hatten natürlich Respekt am Anfang, einen Wald zu pflanzen, einfach mal so. Von der ersten Ansprache an den BTV, als wir die Grundstücksfläche gesucht haben, bis hin zur Zusammenarbeit mit der TU München, welche Pflanzen bringen wir unter, wie gestalten wir das Projekt, wie wird gemessen. Gerade heute haben wir wirklich zwei starke Partner hier, mit denen wir hier zusammen diesen besonderen Tag begehen. Gab es auch viel Zuspruch eben in diesen Gesprächen aus der Firma, im Unternehmen, die Motivation mitzuarbeiten, das heißt beim Pflanzen, beim Zaunbau waren viele Leute dabei. Das ist natürlich ein Merkmal für Siegburg, da sind wir stolz drauf, dass wir als einzige Stadt in Nordrhein-Westfalen ein solches Forschungsprojekt hier zu Hause haben. Wir gucken natürlich in die Zukunft und sind offen für neue Projekte. Auch dieses Projekt war ursprünglich für mehrere Flächen angelegt. Wir haben es jetzt mit der einen Fläche erstmal an den Start gebracht und sind aber für weitere Flächen offen. Wir schauen dieses Jahr auf 150 Jahre Verbundenheit mit der Region zurück. Und ein solches Projekt steht dann auch gleichsam für, wir schauen 150 Jahre nach vorne. Denn erst dann sind aus diesen Setzlingen hoffentlich große, mächtige Bäume geworden und bringen auch Lebensqualität in die Region. Und die dann hier lebenden Menschen, ich bin ganz zuversichtlich, die RENAK ist denen dann immer noch ein Begriff.